wünsche einen wunderschönen guten Abend, oder? Je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Ich habe wieder Lust, DPD aufzunehmen. Also, was heißt Lust? Ich hatte schon ein paar Tage öfter Lust. Oh mein Gott, das sieht nach Survival Friends aus. Mir wird schlecht. Ich hatte schon ein paar Mal öfter Lust, aber ich hatte momentan keine Zeit wegen der Ausbildung und ein bisschen Schule und da haben wir Klausuren geschrieben und Tests und deshalb hatte ich da ein bisschen versucht. Also, sagen wir nicht, ich habe gelernt, ich habe es einfach wiederholt. Und ja, jetzt bin ich da durch. Nächste Woche gibt es an sich die Zeugnisse und ich habe eine Nachricht bekommen. Das lesen wir kurz, ganz professionell, wie ich bin. Genau, so, professionell geantwortet im Video, so macht man das. Das ist einfach, das ist der Vorteil, wenn man nur 23 Leute hat, die einen abonniert haben, wovon ihr wahrscheinlich nur 7 Leute zugucken. Wovon wahrscheinlich 6 von diesen 7 Leuten, die zugucken, nicht mal Leute sind, die einen abonniert haben, sondern einfach nur irgendwelche Leute. Aber hey, Fremde, wie geht's euch? Ich sollte auf Handy drücken. ja, das ist der Vorteil. Man braucht noch keine Qualität aufzeigen. Aber hey, Qualität braucht sowieso niemand. Ja? Wenn man sowas wie ein Leon Mascher sieht oder ein Apuet. Obwohl, von denen sieht man kaum noch was, aber trotzdem, es ist fragwürdig. Ich bin echt gut drauf. Und ja, wie gesagt, jetzt habe ich wieder Zeit aufzunehmen. Außerdem hat mir eine Freundin geschrieben, die auch diese Videos hier guckt. Grüße an dich. Dass sie darauf wartet, dass neue Videos kommen. Und das hat sich dann angeboten. Ich hatte Bock, hatte wieder Zeit. Da macht man das gerne mal. Ja. Ich zock sowieso. Ich habe sowieso jetzt auch letztens wieder gezockt. Habe Legion jetzt auf Prestige 3 gebracht. Muss den jetzt noch ein paar Level machen, damit er auf Maximum ist. Dann will ich seine Perks, dass er alle hat. Aber okay. Legion hat ja leider nicht seinen Buff bekommen mit dem Patch 2.5.0. Leider. Dafür haben die Survivor einen extremen Buff bekommen mit den Beweise dich selbst oder Prove Thyself Perk. Der einfach mal dafür sorgt, dass die, wenn selbst wenn, also wenn Leute zu viert einen Generator sind, der trotzdem immer noch 100% seiner Reparaturgeschwindigkeit hat, anstatt dessen Manus zu bekommen. Und wenn ich weiß jetzt nicht, ob es sich so verhält, aber ich glaube, wenn alle vier das haben, dann funktioniert es trotzdem. Ich weiß es nicht. Ich habe gehört, es stackt nicht, aber ich weiß nicht, womit es nicht stackt. Also ich weiß nicht, ob alle dann auf 100% Reparaturgeschwindigkeit kommen, sodass der Genwash theoretisch einfach real ist und es abgeht ohne Ende. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht sehen werden, wie wir von den neuen Totem-Spawns profitieren werden. Und oh. Der ist anders gelaufen, als ich dachte. Okay, haben wir schon mal einen Hit. Sie läuft hier lang. Hallo. So, jetzt haben wir sie ein bisschen verlangsamt. Haben sie gehittet. Ja, Palette verschwendet, sehr schön. So, bambuseln wir das mal. Nein, ich habe die Schlagtaste zu. Ja. Hab ich ein Glück mit den Totems? Meine Güte. Freue ich mich, dass die Totems jetzt so anders spawnen. Ich merke keinen Unterschied. Die gehen genauso schnell kaputt wie davor. Kein Unterschied. Einer ist da hinten. Der ist weiterhin verletzt. Und wir haben wir sehen die anderen nicht. Also ist das Potenzial groß. Dass sie hier sind. Gut, der erste Gen ist erledigt.
Ah, schade. Da habe ich etwas mich verschätzt mit dem Schlag. Er ist immer noch verletzt, will zum Haken gehen. Das ist ganz gut. Hallo, my friend. Ja. Verlangsamt. Der Dart. Ah, der hat nur gefaked. Das war gut. Das ist ein Fast Volt. Okay. Das war schlecht von ihm gemacht. Oh, das war gut von ihm gemacht. Der kann 360s und damit habe ich mein Problem. Ah, okay, da hat er nicht das gemacht, womit ich gerechnet habe. Aber jetzt haben wir. Muss erstmal wieder reinkommen, erste Runde jetzt. Ich weiß mittlerweile, wie ich die 360s auskonter. Aber das muss ich noch üben. Nur weil man es weiß, heißt es nicht, dass man es auch gut kann. Gut, da ist einer am Gen, der andere ist dort. Habe ich gerade hier ein Rushing gehört? Nein. Okay. Der eine ist da hinten am Gen. Der andere ist da. Rennt auch schon da durch die Gegend. Ist in Ordnung. Oh, hoppla, hier geht's nicht durch. Hi. Ja, du willst mich jetzt weglocken, damit ihr ohne Probleme den einen retten könnt. Dodgy Gorilla. Oh, hör mal auf. Ihr wird nicht gewackelt. Nicht verteidigen. Ich finde, der Clown ist an sich ein cooler Killer, was 1 gegen 1 angeht. Die Sache ist aber, irgendwie habe ich mit dem Clown das Problem, dass die echt oft viele Gems haben. Ich weiß nicht, was das ist. Das lief, glaube ich, nicht so, wie du wolltest, hä? Ja, war vorhersehbar. Sehr viel langsam. Mach die Palette. Und jetzt habe ich. War klar, dass er so läuft. Vorhersehbar. Ja, und wieder. Habe ich einen am Haken, ist der nächste Gen schon wieder getan. Das ist unglaublich. Ja, wenigstens verlangsamt. Ah, ich wusste, dass er Deadart hat. Dachte, ich hätte den Schlag eigentlich gut gesetzt. Ja. Er kann es echt gut, muss man ihn lassen. Wir hätten jetzt auf jeden Fall alle 4 schon mal am Haken. Hätten wir mal gegen. Er ist leider sehr laut. Ah!
Das macht ihn sehr leicht für mich erhörbar. Natürlich. Wer hätte das gedacht? So, haben wir schon mal das kaputt gemacht. Er hat sich gerade hier geheilt. Da ist er. Er bleibt wieder hier stehen. Verlangsamt. Das heißt, wir kriegen den Safe, glaube ich, nochmal. Ist immer noch verlangsamt. Die Palette haben wir kaputt gemacht. Ah, hier ist er lang. Gut ist, ja, ich wollte gerade sagen, die haben noch keinen Gen gemacht, aber jetzt haben sie wieder. Die sind halt echt, also ich glaube, das ist ein Survival-Fans, weil man muss sagen, die machen die Gens verdammt zügig und koordiniert. Sobald ich einen verfolge, sind die auch fast instant wieder bei ihm. Und beim Gen. Ich meine, hier wäre jemand. Für den Anhook, sodass ich ihn direkt da anhaken kann. So, er ist tot. Haben wir schon mal einen. Okay, ihr habt den Jetten lieber gemacht. Das heißt, er geht jetzt auch drauf. Oh, er geht nicht drauf. Oh. Er geht mir echt auf den Sack. Er kann das echt gut, aber er ist tot. Ist mir jetzt egal. Wir haben alle Gens, also darf ich den jetzt auch töten. Okay, er ist da. Er rennt gerade erst zum Tor. Das heißt, potenziell ist es noch nicht offen. Aber so wie er da steht, ist es schon offen. Das ist natürlich extrem Töftlerröfte, wenn ich das Addon drauf hätte, dass ich sie one-hitte, wenn ich sie mit der Flasche direkt treffe, aber habe ich nicht. Und wenn ich das drauf habe, treffe ich sowieso nicht instant. Ja, wir haben 2 Kills, wir haben gut was getroffen, wir hatten sie fast alle 2-mal am Haken. Ich glaube, mehr kann man nicht verlangen. Was? Also ich gehe hauptsächlich auf 2 Kills, 2 Kills ist gut. 3 ist schön. 4 will ich eigentlich gar nicht so oft hinbekommen, außer die Leute gehen mir auf den Sack. Füllen wir nochmal die Fläschchen nach. Einfach weil wir es können. Und hoffen, dass er jetzt nicht die ganze Zeit irgendwo drauf rumsteht und einfach nur darauf wartet, dass ich in seine Nähe komme. Warum auch immer man das macht. Ach ja.
Der letzte Survivor. Ich verstehe nicht, warum man immer so das in die Länge hinauszögern muss. Hat für die keinen Sinn, hat für mich keinen Sinn. Dann gehe ich hier einfach spazieren und genieße die Natur. Die Vögel, die zwitschern. Oh, guck mal, das Ding hat er gar nicht. Macht sie das Tor auf? Nee, eigentlich nicht. Bezweifle, dass sie die Tür nicht findet. Wäre ja extrem mies. Ja, aber man hat es fast immer gehabt. Mit fast jeder Jagd habe ich fast einen Gen verloren, außer dann, wo nur noch zwei Gens gemacht werden mussten. Da haben wir jetzt das endlich geschafft. Sehr schön. Ja, zwei Kills ist gut. Kann mich nicht beschweren. Bin eigentlich sehr zufrieden. War eine gute Runde. Ein Pip wahrscheinlich. Was haben wir? Oh, knapp 6. Oh, das war nicht so gut. Oh, mir fehlt jetzt ehrlich ein so ein Hit. Ja, Survival Friends. Sonst spielen die nicht in einem Ding. War aber vorherzusehen. Hatte ich ja vermutet. Gut, nächste Runde. Ich werde, da ich wieder neu anfange, würde ich ja hier mit dem Killer spielen, den ich halt auch mag. Deshalb wird die nächste Folge auch wieder mit Legion sein. Ich freue mich über The Legion. Ich mag Legion. Legion ist toll. Deshalb bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Tschö. Mit Ö.